Irgendwie reizt mich das doch, dieses Gebäude da mal zu untersuchen, weil wenn da so viele Monster sind, dann muss es hier doch auch irgendwie irgendwas zu erobern geben. Oder? Die stellen doch dann nicht nur einfach ein Gebäude hin, ohne weiteren sittlichen Nährwert. Okay, ja, das ist der Monster-Spawner. Dann gehe ich doch weiter nach Norden, was diese Richtung ist. Noch ein Bienenhalf. Auf der Map sehe ich, da vorne kommen zwei schwarze Gebilde. Ist das dieser Gummibaum? Ja, das war ein Gummibaum. Eins laufe ich genau zu und beim anderen ist das andere ist dann schräg links davon. Da vorne ist das erste Loch. Ich vermute irgendwie, das wird wieder dieser komische Dreck einfach nur sein. Nein, ich habe ein Oil Bucket. So, dann ist jetzt die spannende Frage, wo ist die Hauptquelle von diesem Öl? Also wo lohnt es sich, die Pumpe hinzusetzen? Ich tue die einfach mal hier hin. Fährt sie dann in Rüssel aus. Dann kriegt sie eine Energieversorgung. Und die wird aktiviert. Hier den Anker hin und diesen Tesseract, damit er das geförderte Öl in den Maschinenpark leitet, und zwar nur senden. So, jetzt müsste die Pumpe da Öl rausfördern, was meine Maschinen zu Hause antreibt. Und ich mache mir mal einen Screenshot, damit ich nachher die Koordinaten habe, an denen ich gerade bin. So. Dann lassen wir den hier mal arbeiten. Oh, hat der mich erschreckt. Auch wenn er wahrscheinlich ewig weit weg war. Ja, aber hier gibt es ein paar von diesen Gummibäumen. Ich weiß, dass man die später braucht, um sich Isolierung für Kabel herzustellen.
unten ist einfach nur dunkel. Das Öl, ah ja, das sieht doch nach Öl aus. Das sogar hier den Schnee wegmacht. Und da ein paar Schneebälle hinterlässt. Die schnappe ich mir jetzt einfach mal. Den Bienenhive hat er am Leben lassen. Dann schnappe ich mir den auch mal. So, und ansonsten muss ich irgendwie da hoch. Dahin, wo die Spitze von dieser Ölquelle ist. Die scheint mir doch um einiges ergiebiger zu sein als alles, was ich bisher gefunden habe. So, jetzt das gleiche Muster wieder. Ich suche mir sozusagen die Mitte oder versuche sie zu erahnen und baue darüber direkt die Pumpe drüber. Das sieht doch gut aus hier. Bauen wir noch ein Stück zur Seite, dass ich ein bisschen besser gucken kann. Ja, aber das ist die Pumpe. Das ist die Mitte. Dann die Energieversorgung, die Aktivierung der Energieversorgung mit der Fackel, Anker lasse ich auch mal hier oben. Den Tesseract baue ich den hin. Hier, den stellen wir wieder auf den Maschinenpark ein und auf Send Only. Okay. Und dann springe ich, glaube ich, einfach ins Öl. Läuft er? Musste. Jetzt hoffe ich doch, dass das Öl war und nicht irgend so ein Mat. Ach, da läuft es einfach nur runter. Wo ist denn hier noch? Das Öl. Das heißt, auch hier mache ich mir einen Screenshot von. Wo habe ich denn auch dann mal ein schönes Bild? Haben wir doch unsere beiden Oil Buckets platziert und dann drehe ich mich einfach um und gehe wieder Richtung Süden. Ein Stückchen versetzt, sodass ich noch ein bisschen mehr Gelände kennenlerne. Da ist nochmal Lava.
Na. Doch irgendwie hier rüberkommen. So. Ui, was ein schöner Sonnenuntergang. Und was liebe, liebe Hundis. Euch tut ja keiner was, ne? Geltet ihr jetzt als Mops? Nee. So. Irgendwo habe ich doch noch einen Bienenhive gesehen, eben aus dem Bett raus. Aber vielleicht war das auch nur ein Traum. Ne, habe ich auch nicht. Okay, dann Süden. Doch, habe ich. Da drüben. Jetzt habe ich wieder nur Winterbienen eingesammelt. Mann, Mann, Mann. Okay, das war's dann auch. Mehr Bienen gibt es nicht, weil der Scoop gerade aufgebraucht wurde. Da unten wäre noch ein Bienenstock, sogar zwei. So, wir sind wieder unter der Himmelstadt drunter. Dann umlaufe ich das Wasser doch jetzt mal rechts. Und versuche mir nochmal von den Bergen Eindruck zu verschaffen. Ja, da ist zum Beispiel nochmal irgendwas. Mal gucken, was es ist. Hallo? Das ist jetzt wieder Dreck. Sludge. Brauche ich gerade nicht. Was ich gern hier. Da vorne, das sieht aus, als könnte es. Es könnten aber auch die. Könnte, ja, es ist der, den ich vorhin gefunden habe. Das ist dieser Sludge. Ja, wie nennt man das? Tümpel. Ich habe doch gerade die Hühner wieder gehört. Die haben doch vielleicht in der Zwischenzeit Eier gelegt. Ja, nicht wirklich. Ein paar Eier hätte ich gern mit heimgenommen. Ja, wenn wir heimkommen, bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, ob die Quarry läuft. Die Quarry auch. Da werde ich wahrscheinlich als erstes dran erkennen, ob das Ganze funktioniert hat eben. Und da werden wir jetzt auch einmal durchschwimmen. Was ist das denn? Aha. Hallo Spinne.
Schön, dass du da bist. Schisser. Ja, sie läuft. Sie lief vorher nicht. Das heißt, unser Öl ist angekommen und ist hier fleißig am rüber transportiert werden und am wirken. Und ich schwimme jetzt meiner Quarry hinterher. Beziehungsweise ich überhole sie sogar, oder? Vielleicht, wenn es jetzt hier bergab geht. So, und dann sind wir auch schon wieder zu Hause und können jetzt noch einmal kontrollieren, wie viel Öl denn geliefert wurde und ob noch welches geliefert wird. Oh, ein bisschen ernüchternd. Aber ja, logisch, verständlich. Alles, was hier rein befördert wird, was jetzt nicht so die Riesenmengen sind, wie ich gerade sehe, ist natürlich hier in diese Maschinen weitergeleitet worden. Und, die haben ja auch alle einen internen Tank, der irgendwie gefüllt werden will. Die erste hat ganz viel abgekriegt. Die dahinter nur ein bisschen was. Aber noch laufen alle. Und ich muss jetzt gleich mal kontrollieren, ob da kommt noch ein Schwall. Okay. Das heißt, unsere beiden Ölquellen fördern auch noch, liefern auch noch. Das wird hier reingepumpt und wird dann gleich hier rüber auf die Maschinen verteilt. Soweit dann erstmal für heute. Einmal mit mir gemeinsam auf Ölsuche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ansonsten gern einen Daumen da. Ich freue mich auch über ein Abo von dem Channel. Wünsche einen schönen Abend und alles Gute. Der Klabautermann.